herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wir als Team der Katholischen Akademie wollen mit dir auf die letzten 30 Jahre blicken. Wir wollen unser Heute verstehen, unser Morgen gestalten. Was macht dieses 89 aus? Erzähl uns deine Geschichte. Wie hast du 89 in Erinnerung? Wie hast du die letzten 30 Jahre seit der friedlichen Revolution erlebt? Und vor allem, wie willst du unser Land in Zukunft gestalten? Werde Teil dieses Films. Erzähl uns deine Geschichte. Mit vielen anderen, aber vor allem mit dir. Wir freuen uns, dass du dabei bist. Beantworte einfach nach einem Klick auf Weiter eine Frage, zwei Fragen oder alle drei Fragen. Du hast die Wahl. Entscheide selbst, was dir am besten gefällt. Wir entscheiden dann, welches Video von dir auf unserer Website veröffentlicht wird. Alle Videos findest du unter www.89undich.de. Wir freuen uns, dass du Teil dieses Videos werden willst. Sei dabei. Gemeinsam öffnen wir Horizonte. Das war ganz bewegend mitzubekommen über Fernsehen und Radio, was das bedeutet, dass plötzlich die Mauer aufging. Und die vielen Menschenmassen, die riefen, mach das Tor auf. Und ein Freund von mir, mit dem ich zusammen zum Priester geweiht worden war, stand auf der Mauer und war am Weinen vor Freude. Er hat mich dann angerufen und ich konnte das so über Telefon und über den Kontakt zu ihm aus der Nähe miterleben. In 1989 verbinde ich vor allen Dingen einen Sommer, der sehr spannend war, weil sich stets irgendetwas Neues ereignete in dem großen Drängen nach Freiheit. Dass wir im Westen leben als seine Eltern und er im Osten seine Ausbildung gemacht hat und nun studiert, das wäre nicht möglich gewesen ohne den Mauerfall und ohne die deutsche Einheit. Ich wünsche mir ein Deutschland, das offen ist für Fortschritt, das offen ist für Veränderung, das für Modernisierung einsteht, das für ein Miteinander einsteht und das dem einzelnen Menschen möglichst viel Freiheit lässt, so viel Freiheiten wie möglich sind, und ein Land, in dem auch was vorangeht, in dem sich auch Dinge verändern können und in dem man sich nicht an Vergangenes oder was mal gewesen ist, allzu sehr klammern muss. Also ich schaue mal rein, 89 war ich Zivildienstleistender. Das waren absolut wilde Zeiten. Wir waren in Magrebitz und die Züge kamen an, die Personen, als die Grenzen offen waren. Ein Aufbruch, eine Stimmung, eine Begeisterung. Und sie hat noch einige Zeit getragen. An die sollte ich mir vielleicht immer wieder auch mal erinnern. Also ich bin in einer geteilten Stadt, Berlin, geboren. Und ich war Anfang 30, als 1989 war, ein für mich ganz wichtiges Jahr, weil da mein Sohn geboren wurde. Und ich habe mich total gefreut, dass die beiden Teile Deutschlands, die völlig unnatürlicherweise so viele Jahre auseinander waren, wieder zusammenkamen. Ich hatte familiäre Zusammenhänge, viele Freunde in der ehemaligen DDR. Und für mich war das ein wunderbares Jahr, diese friedliche Revolution mit diesem positiven Ende. Mit der friedlichen Revolution 1989 verbinde ich auch, dass man friedlich, durch friedliche Demonstrationen und durch friedliche Revolutionen Dinge verändern kann für Einigkeit, Recht und Freiheit.